Hi, kurze Info am Rande. Das hier ist jetzt mein 99. Video. Bei meinem ersten Video ging es ja darum, wie man eine Unterverteilung verdrahtet. Bei meinem 100. Video soll es dann gehen, wie eine Hauptverteilung verdrahtet wird. Und beim 101. Video dann, wie man eine Unterverteilung an der Hauptverteilung anklemmt. Jetzt muss ich halt nur noch darauf warten, dass ein Zähler kommt, einmal ein Hauptzähler. Und dann will ich noch einen Zwischenzähler einbauen, damit man eventuell auch gegebenenfalls die Unterverteilung separat anschauen kann, wie viel da abgezogen wurde, falls es sich um ein Zweifamilienhaus handelt und man dann eben zurückrechnen möchte. Aber in dem Video jetzt mal was ganz anderes. Letztens erst war es nämlich so, da ging es um ein Carport, wo zwei Lampen sind. Das Carport, das war so groß, da konnte man drei Autos unterstellen, deswegen auch zwei solche Warnleuchten, die installiert werden sollten. Aber das Ding ist, da waren eben zwei Leitungsstränge für die beiden Lampen. Und wenn man in das Haus reinkommt, in die Haustür, dann hat man im Flur einen Lichtschalter, einer fürs Flurlicht, dann für die Außenbeleuchtung an der Haustür und noch einen separaten Schalter, wo die beiden Leitungsstränge draufgehen. Das war nämlich so, dass man eben mit dem Schalter die Carportbeleuchtung ein- und ausschalten konnte. Wo ich so gesagt habe, wann macht man das denn? Wenn man jetzt rausgeht, die Carportbeleuchtung anmacht abends, zum Auto geht, wegfährt, dann bleibt das nicht die ganze Zeit an. Dann habe ich den vorgeschlagen, umzurüsten, mit einem Bewegungsmelder das Ganze. Aber der Lampendraht, der blieb bestehen. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Hier auch so von der Schaltung, ganz easy einfach. Man hat hier seine Hauptleitung und dann die zwei Lampenleitungen, Neutralleiter und Schutzleiter gebrückt. Phase geht auf L und die beiden Lampendrähte gehen eben auf einen Kontakt. Jetzt mal hier spannungsfrei schalten erstmal, damit auch nichts passieren kann. So, und dann habe ich eine Lampe, sagen wir mal die Lampe 2, abgeklemmt. Na, wo ist der Lampendraht? Hier, den habe ich abgeklemmt. Dann nehme ich das einmal ab. Und das einmal ab. Dann habe ich mir die eine Lampenleitung, die ein bisschen kürzer gewesen ist, totgelegt. Da habe ich einmal einen Neutralleiter, einen Außenleiter und einen Schutzleiter mit einer Vakuumklemme versehen und die Leitung gut verstaut. Und den zweiten Lampendraht, den mache ich auch eben ab. Und den anderen Lampendraht, also da habe ich mir erstmal eine Abzweigdose montiert, hinten am Pfeiler, wo man das nicht sehen kann. Und die andere Leitung vom Lichtschalter, die geschaltete, die habe ich mir hier in eine Abzweigdose reingelegt. Und dann habe ich denen auch gesagt, dass sie den Schalter dauerhaft auf an lassen können. Und die Lampen, die werden erst angehen, wenn der Bewegungsmelder durchschaltet. Diesbezüglich dann noch zwei neue Lampenleitungen genommen. Lampenleitung 1. Lampenleitung 2. Diese dann jeweils mit den Lampen verbunden. So, Lampe 1, Lampe 2 und die beiden Leitungsstränge hier in die Abzweigdose. Und dann noch zu guter Letzt eine 5x1,5 Quadrat Leitung von der Abzweigdose zum Bewegungsmelder. Nebenher kann ich auch noch sagen, dass es auch möglich ist, ohne eine Abzweigdose zu arbeiten, sondern einfach die Lampendrähte und den geschalteten Draht direkt in den Bewegungsmelder reinzumachen und dann kann man das diesbezüglich auch verdrahten, wie ich das schon mal gezeigt habe, wie ein Bewegungsmelder an sich verdrahtet wird. Nur, dass man keine Dauerphase hat an sich, sondern eine geschaltete Phase, die man eben dauerhaft anlässt. Aber in dem Fall musste das halt so gemacht werden. Dann zeige ich hier jetzt erstmal den Anschluss vom Bewegungsmelder mal wieder. Da haben wir braun, blau und rot. Braun ist die Phase, blau ist der Neutralleiter und rot ist der Draht von der Lampe. Der wird eben geschalten, wenn hier eine Bewegung erkannt wird. Und ich habe jetzt beabsichtigt, eine 5-adrige Leitung. Man kann es auch mit einer 3-adrigen machen, sollte man aber nicht, weil sonst müsste man quasi den Schutzleiter zwecksentfremden und da darf unter keinen Umständen ein Strom durchfließen. Deswegen mache ich hier einen Braun auf einen Braun für die Phase. Die geschaltete in dem Fall. Blau auf Blau für einen Neutralleiter. Und den schwarzen, den nutze ich als Lampendraht
Man kann natürlich auch einen grauen nehmen. Je nachdem, was man besser findet. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. So, nur damit der Bewegungsmelder hier hängt. Dann geht's mal hier mit der Abzweigdose weiter. Dann nehme ich mir erstmal alle grün-gelben Schutzleiter. Hätte ich gar nicht so kurz abschneiden müssen, aber jetzt ist es zu spät. Das gleiche mit den blauen Neutralleitern. Den grauen, den brauche ich nicht, da fließt kein Strom. Den lege ich mir einfach hier nach hinten hin. Dann habe ich hier von der 5-Wattregen noch einen braun, einen schwarzen, meine geschaltete Phase und die beiden Lampendrähte. Und jetzt ganz einfach die braune Phase vom Lichtschalter in dem Fall mit der braunen Phase, der zum Bewegungsmelder geht. Und die letzten drei, also die beiden Lampendrähte und der schwarze vom Bewegungsmelder, die kommen alle drei zusammen und dann sind wir auch schon durch. So, dann hier die Sicherung rein. Der Lichtschalter ist jetzt auf aus, jetzt machen wir ihn auf an und er sollte dann auch die ganze Zeit auf an bleiben. Und wenn man sich jetzt, okay, jetzt habe ich schon gemerkt, bemerkt, jetzt gehe ich mal weg, bis die Lampen ausgehen. Jetzt sind sie ausgegangen, jetzt komme ich wieder hier vor, gehe einmal vorbei und die Lampen sind wieder an. Der braucht ein bisschen, aber vom Prinzip her habt ihr gesehen, wie das funktioniert. So, dann war es jetzt mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!